Wir sind die coole ARD-Crew. Wir cruisen durch Hamburg. Komisch, hätte ich gar nicht erwartet, dass es regnet in Hamburg. Hallo, guten Tag. Krause vom SWR. Ah, das ist Senderhilfe. Vielen Dank. Ich hole mal den Zamperoni ab, ne? Alles klar. Danke. Wenn Sie wollen, können Sie sich bei mir hinten draufsetzen. So. Und hier vorne können Sie dann warten im Vorraum. Okay. Der Herr Zamperoni kommt dann hierher und holt Sie dann hier ab. Es ist 22.34 Uhr. Das ist eine Zeit, da bin ich normalerweise schon im Frottee und gucke Tagesthemen. Und wir können live die Tagesthemen mitgucken. Toll. Das ist wirklich, das macht die Martina Hill so gut. Es war vor fast genau 5 Jahren, dass wir die Al-Mustafas kennenlernten. Oh, ich hab's angehalten. Aufnahmelager Friedland. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich die Tagesthemen in ganz Deutschland angehalten habe dadurch. Aber es gibt, das muss man wissen, es gibt bei live immer eine Verzögerung. Also in der Realität ist es schon später als bei Ingo. Also bei uns in der Realität ist der Satz schon zu Ende, bevor Ingo ihn gesagt hat. Das wissen ja viele nicht, das ist so ein technisches Detail. Ja? Ah, nee, ist noch das Video. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich. Ich bleib zuversichtlich, jetzt wo er das gesagt hat. Thorsten ist noch ein bisschen schüchtern. Hallo, ich freue mich total. Frisch direkt aus der Sendung, aus dem Studio. Absolut, wir haben gerade noch deine Schlussmoderation angeguckt. Und, okay. Das ist natürlich, das ist ziemlich, irgendwie ist das total verrückt, dich jetzt da rauskommen zu sehen. Ja, dass du echt bist. Eine Tür dazwischen. Ja. Also jeden Abend live und in Farbe, also das ist nicht aufgezeichnet. Und fährst du jetzt wirklich mit dem Fahrrad? Also ich bin ja hier, wie du siehst, ja, man sieht, dass ich mit dem Fahrrad da bin. Ja, ja, ja. Das machst du aber nicht für uns jetzt. Nee. Ich gehe mich noch schon umziehen, abkabeln. Bis gleich. Vielen Dank, dass wir dich begleiten dürfen. Ja, so schnell bin ich, glaube ich, noch nie nach einer Sendung rausgekommen. Extra für dich. Normalerweise kommen wir halt nach der Sendung noch mal kurz zusammen, besprechen noch, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, was war das? Oder wir machen am nächsten Tag ja noch mal eine ausführliche Besprechung. Aber ich brauche das auch so als Debriefing. Also manchmal, man kann nicht einfach so aus der Sendung rausgehen und das war's und jetzt fahre ich nach Hause, sondern so, um es nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Und auch gerade deshalb, weil mein Arbeitstag ja, ich sag mal, wie so eine Rampe ansteigt. Also ne, der beginnt morgens und dann muss ich aber am präsentesten und konzentriertesten ganz am Schluss sein. Wann stehst du auf? Morgens um 6.40 Uhr. Was? Ja, weil ich... Wir haben jetzt... Es ist... Was? Ja, also nicht freiwillig, aber das ist die einzige Chance, in Sendewochen die Kids zu sehen, weil die ja dann zur Schule gehen um 8 und dann irgendwann erst um, was weiß ich, 2, halb 3, je nachdem, wie lange sie die Schule haben, nach Hause kommen. Und da bin ich ja schon in der Redaktion meistens. Also stimmt. Die erste Konferenz ist bei uns gegen 11:30, 11:45 und dann würden wir uns ja immer verpassen. Deswegen stehe ich kurz auf, bin so ein bisschen wie ein Zombie, ja. Knall mir vielleicht einen Kaffee, also gucken, ob die alle ihre Hefte haben, das kann ich da nicht. Ich kann nur sehen, dass sie losgehen. Na, guck mal, jetzt fängt es dann zurück. Wir sind in Hamburg. Ja, ja, das ist, also gestern bin ich auf dem Heimweg so durchnässt worden, da hat auch hier die Regenhose nichts mehr. Ich habe mir jetzt neuerdings hier so schicke, was nennt man das, Galoschen oder so. Boah, das ist echt wirklich uncool. So über die, ja, es ist sowas von uncool, ja, das darf man gar nicht. Sagt der Typ mit dem Helm. Das ist dein Fahrrad. Und man erkennt es daran, dass du halt irgendwie... Dass der neongelbe Helm da dran hängt. Ja. Nee, eigentlich, dass der Sattel auf Kinnhöhe ist. Ach so. Ja, der Rahmen ist schon ein bisschen größer. Das ist richtig. Es ist auch 20 Jahre alt. Also es ist wirklich jetzt nichts Besonderes. Aber es ist sehr zuverlässig. Es ist quasi mein treuer Begleiter gewesen.
schönen Abend. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Wo fahren wir denn jetzt eigentlich hin? Wir fahren jetzt, ja, wir fahren jetzt nach Hause. Nee, also das ist gefährliche Hamburg. Genau. Ich passe auf dich auf. Naja, nachts, das Schöne ist, also zum einen finde ich das Tolle beim Nachhausefahren mit dem Fahrrad, man kann so ein bisschen den Arbeitstag hinter sich lassen und abschalten. Aber das Schöne ist, man erlebt auch einiges. Also was ist so ein Wildlife, sage ich mal schon. Also ich habe Füchse und einen Dachs. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es ein Dachs war. Also, also wenn es ein Marder war, dann war der auf Steroiden oder da so. Da musste Anja Kohl fragen. Ja. Verstehen Sie? Dachs. Ja, Dachs. Okay, sorry. Es ist spät, es ist ja, sehr spät. Ja, ich bin diese ja, Zeit irgendwann, nicht gewohnt. Genau, ja, okay. Erst kommt müde, dann kommt doof. Ne? Ja. Bei mir ist beides Dauerzustand. Was ich jetzt gerade im Sommer auch viel mache, ist dann, ich fahre dann, da ist so eine Tankstelle hier um die Ecke, da halte ich dann immer und hole mir dann so ein Wegeis. Ach, wie süß. Ja. Darf ich dich auf ein Wegeis einladen? Sehr gerne. Ja, ich lade dich auf ein Wegeis ein. Alles klar. Darf ich dann trotzdem ein Wegbier trinken? Wir können auch ein Wegbier draus machen. Das ist ja, man kann ja flexibel bleiben. Absolut. Kommt beides. Ein Eis und ein Bier. Man lebt nur einmal. Oh Gott. Ich komme mir so uncool vor auf meinem alten Damenfahrrad, während du auf deinem coolen Flitzer da. Aber kannst du wenigstens, damit ich cooler aussehe, Galoschen anziehen? Aber ohne Regenhose, sondern nur genau, Galoschen. Nur die Galoschen. Ja, aber so ein schickes Damenrad, das steht dir gut hier. Ja, und das ist das Erschreckende. Ja. Da, guck mal, da vorne, das ist die sogenannte Pink Tank. Ah, Hand. Verstehe. Und als ich quasi noch Single hier gewohnt habe, war das auch mein Supermarkt nachts. Da ich dann, als ich noch das Nachtmagazin moderiert habe, habe ich hier immer mal wieder mich eingedeckt. Schön die heiße Hexe. Ja, kenne ich. Und dann noch was zu essen. Auch für viele NDR-Kollegen sehr wichtiger Anlaufpunkt. Ah, gut zu wissen. Mal sehen, wen wir noch treffen. Ja. Ach, du steigst auch cool ab vom Fahrrad. Das habe ich nie gelernt. Und ich bin echt leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Aber ich kann nicht so auf einem Bein auf einem auf dem Pedal. Ich mache mich immer ganz uncool. Ich gucke immer, dass niemand guckt. Und dann steige ich so ganz uncool ab. Hier gibt es natürlich, ganz wichtig, Tiefkühlpizza. Ich habe italienische Freunde und die entsprechen auf eine wunderbare Art jedem Klischee. Nämlich in dieser uneingeschränkten Arroganz an der Tiefkühlpizza. Ja, aber nee, ne? Essen. Essen ist heilig. Und sowas würde wirklich, da muss schon echt die Apokalypse eingetreten sein, damit man sowas isst. Ja, na gut. Also, ist du Junkfood? Also ich glaube, eine gesunde Mischung wie bei so vielen. Kannst du kochen? Ich kann sehr gut abspülen. Das ist auch eine Ja, finde ich auch. Ja. Also ich bin für die Ordnung zuständig sozusagen. Kocht das ist wahrscheinlich Frau der Deutsche. Ja, die ist eine hervorragende Köchin. Ja, verrückt leider. Eigentlich, ne? Weil die Amerikaner sind ja eigentlich gar nicht so jetzt. Ja, die widerspricht auch vielen amerikanischen Klischees. Die spricht 5 Sprachen. Also das ist, das reist um die halbe Welt früher auch schon viel. Also die wollte schon, die kommt ja aus Wisconsin. Das ist ja so ein eher mittlerer Westen und so. Und die wollte schon früh nach Frankreich. Ach. Alle gucken so an, irgendwie bist du anders. Und jetzt ist sie quasi bekennende Europäerin. Ja, ach, Weltenbürgerin, würde ich sagen. Ja, ist auch noch gerne, genau. Wie wir alle sozusagen. Genau, sind wir das nicht alle. Willst du eine Tiefkühlpizza? Du musst dich nicht schämen. Nein. Also gerade hier im Sommer ist es natürlich schön, dann kann sich ein Eis holen. Oder, aber wir können gerne ein Feierabendbier. Ist doch, also ich finde, ein Bier geht. Ja, wir können ja eins mit wenig Alkohol nehmen. Du bist jetzt in Hamburg, da brauchst du auch ein Hamburger Bier. Guten Abend. Ach, guck mal, deiner hat schön gepoppt, meinst du nicht? Naja, du kannst es besser. Das ist eine Steilvorlage, die ich jetzt einfach mal auslasse. Auf dich, Ingo. Ich mag ja sehr deine Interviews. Ich stelle mir das nur wahnsinnig schwer vor. Dieses Fenster reingepresst, komplexe Zusammenhänge mit Politikern oder anderen Leuten zu erörtern oder so, dass auch ein Zuschauer einen Erkenntnisgewinn hat. Darum geht es ja immer. Dass man danach denkt, aha, das habe ich jetzt gelernt oder das ist mir über diese Person jetzt klar geworden. Das ist die große Kunst. Und zuzuhören, das ist das Wichtigste. Also zuzuhören, was sagt er gerade? Antwortet er tatsächlich? Oder ist es klar, dass das nur eine Nebelkerze ist? Genau. Oder hat er auch was gesagt, das total Newswert hat? Und in dieser Gemengelage muss man manchmal wirklich in Bruchteilen von Sekunden Entscheidungen treffen. Nach dem Motto, da hacke ich jetzt rein. Oder, das heißt jetzt durchlaufen und stellen mal eine andere Frage, die ja auch interessant ist, finde ich.
Und manchmal liegt man ein bisschen daneben, dann denkt man sich danach, guckt man sich's an und dacht, ah, da hätte ich vielleicht doch da bleiben sollen. Und das macht aber auch natürlich den Reiz an dieser Herausforderung. Vor allem, weil Politiker ja auch wirklich gelernt haben, mit so einer rhetorischen Brillanz sozusagen nur das Gefühl zu vermitteln, als hätten sie eine Antwort gegeben, aber eigentlich haben sie nur 30 Sekunden mit Worthülsen gefüllt. Ne? Genau, und das so zu durchschauen, dass es nicht unhöflich wirkt, genau, auch zu unterbrechen, dann kippt ja die Sympathie auch schnell. Genau. Ne? Dass ein Zuschauer denkt, also, du hast ihn ja gefragt, dann lass ihn auch wenigstens jetzt mal ausreden. Aber irgendwann merkt man auch, okay, wenn der nur Schlitten fährt mit einem, dann muss man das auch, weil das ist ja quasi unsere Sendung, ja, und nicht die Plattform für jemanden. Genau. Er hat nicht viele schöne Sätze gesagt, aber der ist zumindest originell, von Roger Stone, ehemaliger Trump-Berater. Politics is show business for the ugly ones. Ja. Und der ist natürlich sehr überspitzt und gemein, aber es ist was dran. Ne? Es ist schon ein bisschen, also die Parallelen zum Showbusiness, finde ich, sind schon frappierend. Naja, also und wenn man das so, wenn man das darauf reduziert, dann ist Trump natürlich, ja, durchaus einer, der weiß, wie man die Klaviatur des Showbusiness spielt. Da kommt er ja spielt. Her. Da kommt er ja her. Da, ja, hat er 15 Jahre lang über The Apprentice gelernt, was zieht, was ankommt, wo die Ratings, die Zuschauerzahlen, die Quote hochgeht. Und er macht das als Marke, ist Trump sehr klar und überzeugend für die das anspricht. Du hast dich an Trump auch schon vorher schon und jetzt erst recht, da kann man sagen, abgearbeitet, ne? Und hält's auch nicht hinterm Berg mit einer Meinung, was in diesem Fall, glaube ich, auch absolut gerechtfertigt, naja, ist. Naja, aber ich versuche schon zu sehen, dass wir uns das in Deutschland oft ein bisschen zu leicht machen mit Trump. Und ich bin da fast schon erstaunt, wie wir nach fast 4 Jahren Präsidentschaft Trump immer noch diese Empörungsklaviatur hochspielen, sobald der irgendwas sagt wie sich, ich will Grönland kaufen. Ich sage ja nicht, ach komm, lass den reden, das macht nichts. Das hat schon Auswirkungen in vieler Hinsicht. Und es gibt eine Menge, was man anklagen muss und verurteilen muss. Aber wir machen es uns, glaube ich, in Deutschland manchmal ein bisschen zu einfach, wenn wir sagen, ja, dieser Vollpfosten, der da im Weißen Haus sein Land vor die Hunde fahren lässt und den Rest der Welt, weil es bestimmte Gründe gibt für amerikanische Wähler, für Republikaner, für Menschen wie mein Schwiegervater, die sagen, ich finde den persönlich furchtbar, aber als Politiker, der soll nicht mein Heiland sein, ja, aber der soll mein Präsident sein und die Dinge tun, die ich für wichtig erachte, wie eine Wirtschaftsreform, wie bestimmte Richter einsetzen im obersten Gerichtshof, wenn die zur Wahl stehen. Das versuche ich so ein bisschen darzustellen, weil ich es eben an meiner eigenen Familie erlebe, wie ein Teil der Familie pro Trump ist und ein Teil nicht. Aber nicht Trump hat die Familie gesplittet, wenn man so will, oder auch das Land so gespalten, sondern das Land ist gespalten und Trump als Symptom dieser Spaltung hat das nur sehr gut ausgenutzt. Und wie sind die Diskussionen? Weil das ist natürlich sehr emotional auch, ja, behaftet. Ne? Ja, weil du schnell an so einen Punkt kommst, auf beiden Seiten allerdings, wo man sagt, sag mal... Auf beiden Seiten? Ja, also das so... Ja, also ich sag nur, die ganzen Bernie Sanders-Anhänger sind fast genauso starr in ihrer, ja, Haltung und moralischen Überheblichkeit manchmal wie ein erzkonservativer Trump-Wähler. Das ist in den USA noch stärker als bei uns, aber wir sehen Ansätze auch bei uns, dass es schwer ist, irgendwie da die Spektren zusammenzubringen, dass man sich zumindest unterhalten kann. Dieses Fahrrad. Müssen wir hier links oder ich weiß gar nicht? Ja, fahren wir da links lang. Einmal durch den See hier. Yes, das kommt. Stürmisch. Auch der Herbst hat schöne Tage, Sonne scheint nicht nur im Mai. Du bist wirklich ein Art totaler Kosmopolit, ne? Deine Kinder haben doch auch 3 Pässe. Ne? Ja. Toll. Ja, die sind Amerikaner, Deutsche und Italiener. Hast du eigentlich als junger, noch ungebundener Mann den italienischen Akzent ein bisschen gespielt, um noch ein bisschen interessanter zu wirken? Also ich hätte gemacht. Ich sag das immer bei meinem Vater, dass der nach fast 50 Jahren in Deutschland, dass der immer noch einen ganz guten italienischen Akzent hat. Ja, wie spricht er denn? Ja, ein bisschen wie Trapattoni. Ja, okay. Ja, ja, habe fertig. Ja. Dass das ein bisschen mit Absicht ist, weil er merkt, dass das gut ankommt. So, also ich müsste jetzt hier abbiegen und langsam. Ah ja, Pause okay. Rollen. Wie komme ich eigentlich wieder dahin, wo ich hin muss? Ich fahre einfach denselben Weg wieder zurück. Ne? Das ist die. Ja, also du könntest in die Richtung. Ich fahre einfach dahin. Vielen Dank, ja. Ingo, es war schön, dich zu begleiten. Ja, ganz herzlichen Dank meinerseits. Also das war einer der vergnüglichsten Heimwege, sag ich mal, die ich
lange hatte. Insofern, danke für den Besuch hier in Hamburg. Und wenn du dich einsam fühlst und jemanden brauchst, der mit dir an der pinken Tankstelle ein Bier trinkt, ruf mich an, du hast meine Nummer. Alles klar. Mein Lieber. Alles Gute, pass auf dich auf. Ja, danke. Und weitermachen. Bis bald. Bis danke. Ich fahre hier lang, ne? Ja, als geradeaus, wie wir Hessen sagen. Aber als geradeaus, sagen wir Baden da auch. Echt? Ja, guck mal, haben wir das gemeinsam. Als geradeaus. Alles Gute. Tschüss. Als geradeaus. Okay. Und wie lange geradeaus? Ach, egal. Ich habe einen halben Liter Bier im Kopf. Was soll schon passieren? Auch der Herbst hat schöne Tage. Sonne scheint nicht nur im Mai, weil ich dich im Herzen trage, geht der Frühling.